Moin Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Der Kanal Ein Banana existiert jetzt schon seit einem Jahr. Und in diesem Jahr haben wir 122 Abonnenten, ca. 5000 Aufrufe und 250 Stunden Watchtime erreicht. Ich bedanke mich bei euch sehr, dass ihr mich über das letzte Jahr so supportet habt. Und als Ein-Jahres-Special wollte ich mal alte Games, die ich sehr mag, nochmal neu spielen. Dazu gehört Minecraft, Fortnite und Valorant. Aber jetzt viel Spaß mit dem Video. Das erste und meiner Meinung nach immer noch beste Game, das es gibt, ist Minecraft. Von Zeit zu Zeit ändert sich zwar meine Meinung, aber so im Allgemeinen, Minecraft ist ein Allrounder, man kann alles Mögliche machen, es gibt Server. Mal dich kaufen. Dann schauen wir mal, was es gibt. Gut, der rechts ist ganz okay, der links nicht. Der rechts ist wahrscheinlich der beste. Ey, die Lobbys werden immer verswetteter. Wie gefühlt noch gestern waren die Lobbys, also in den Lobbys, wo ich gespielt habe, war es noch so, du hast in Ruhe spielen können. Mal schauen, ob ich noch irgendwas kann. Oh mein Gott. Hilfe, Lags. Bash. Hä? Der ist nicht down. Oder was? Der ist nicht down. Stabil, aber sein Bett ist down. Ich habe jetzt wahrscheinlich Armor. Ja. Noch ein Punkt, ein goldenes Armor. Steinschwert. Bisschen. Damit ist das auch unnötig. Ich verbrenne hier gerade. So, Eisenschwert. Zoom haben wir. Ist gut. Für Bedwars ist Zoom immer ganz wichtig. Dann können wir dich dann. Lebt weiß noch, hat weiß im Bett? Nein. Noch pink und grün. Holen wir uns erstmal pink. Die scheint nicht so stark zu sein. Oder eher. Pink mal grün dann bekommen. Ins Wald zu fallen jetzt wäre natürlich ganz im Praktischen. Ich bin der Einzige alleine. Alleine hier rumläuft der Timmel. Und das war's mal wieder. Ich bin der Profi. Aber ehrlich, die erste Runde ist gar nicht so schlecht gelaufen. Ich glaube, wir gucken uns noch kurz an. Wir müssen richtig reinkommen in dieses Game. Das erste Loot, wo ich hinfahre. Und er ist gestorben. Meine Fresse. Mann, ich bin so schlecht. Ja. Das war's dann komplett, mein Freund. Ich weiß ja nicht, was du erwartet hast, aber... So easy ist es auch nicht. Dann geht's ab zu Rot. Wenn der mich angreift, greife ich den an. Nice.
Darf niemand bei meiner Base sein. Und da mal gleich die Damage. So. Zack, zack, zack. Oh, ich habe noch Gold in jetzt ganz viele. Zwei Chest. Hallo. GG's. Mann, ich habe nicht gemerkt, dass er einen Block unter mir abgebaut hat. Fazit aus dem Bad Wars Minecraft Teil ist, ich bin immer noch so schlecht wie früher und die Lobbys sind genauso versweated und selbst dieses Jump'n'Run schaffe ich nicht. Es macht auf jeden Fall noch Spaß zu spielen, aber sagen wir mal so, Bad Wars ist halt anders versweated. Wenn du hier gefühlt nicht Telebridgen kannst, das ist übrigens einfach nur eine Bauart von diesen Brücken, dann wirst du direkt zerstört, weil alle wissen, dass du schlecht bist, gehen auf dich drauf. Ich gewinne immer noch genauso wenig wie früher, ab zum nächsten Game. Herzlich willkommen zu Fortnite. Ich habe es lange nicht mehr gespielt, also wenn ich nicht so gut bin, dann tut mir leid. Auf jeden Fall fangen wir erstmal an mit ein bisschen Hero Build bauen, machen wir einen Fight. Also, wir droppen da vorne bei dem da. Wir. Keine Ahnung, wie das heißt, aber es scheint ein pretty decent Ort zu sein. So, wir holen uns erstmal ein paar Waffen. Wie auch hier. Das Mad Spray. Der Hammer Air. Hallo. Danke. Hallo, noch mal ganz kurz. Oh, ich habe kein Geld mehr. Nicht Money. So, sehr schön. Grappler. Nee, da brauchen wir doch nicht. Legen wir eine weg und holen uns eine Evo Chrome Pumpgun. Die beiden, die auch mal dahin. Da muss ich hin. Wir nehmen uns den Wiki erstmal mit und hier die Chats. Dann nehmen wir uns hier vorne noch den Biggie. Ich habe was gehört. GG's. Ja. In Fortnite immer noch so schlecht, wie immer. Hoffen wir mal, dass wir diesmal in Battle Royale, also nicht Zero Build, ein bisschen weiterkommen als vorher. Das war ein bisschen doof, weil wir einfach nach 4 Minuten tot waren. Das ist ganz wenig Video-Content. 90s cranken kann ich. Das war, glaube ich, eigentlich pretty decent, aber keine Ahnung, ob. Das macht man halt nicht in Battle Royale. Ich könnte es vielleicht hier in der Lobby ein bisschen machen. Aber wirklich was bringen tut das nicht. Nicht. Editen kann ich so einigermaßen. Ja, wir droppen. Hier. Weil ich das Gebiet aber noch nicht erforscht habe. Runter und rüber. Hier ist auch deutlich mehr Loot. Als beim letzten Landing Spot. Wir brauchen jetzt ganz schnell eine Waffe. Dass, falls jemand bei uns landet, wir so ein bisschen geschützt sind. Dass wir wenigstens kämpfen können und nicht aber pickaxen müssen. Ja, ein Revolver ist mir erstmal mehr als nichts. Ja, eine Pumpgun, sehr schön. Ranger Shotgun habe ich noch nie gespielt. Boah, ich hasse die Evil Chrome, ich spiele die nicht. Mit diesem dummen, oder komisch. Die Evo Chrome hat halt so ein komisches Crosshair, das ich gar nicht fühle. Und was das ist, auch
Okay, hielt das? Stabil. Medkit viel besser als dieses Spray. Ich bleib schön bei alten Sachen. Dope. Medkit, du kommst auf die 1. Die Gugan können wir mal mitnehmen. Wir sind in der Zone drin, hatten Luck. Oh, nice, nice, nice. Style Drop. Wir müssen hier unter dieser großen Plattform raus. Ja. Yep. Oh, clean a Pumpkin. So, das passt jetzt mal an Loot. Vielleicht können wir wen erwischen. So. Hier läuft es ein bisschen besser. Oh, Sniper, Hunter Bolt. Magst du was mehr? Und schauen, wo was ist. Um mal hier alles freizuschalten. Hier ist ein Reboot-Rennen. Bringt uns aber eher weniger, weil wir Solos spielen. Hallo. So, den auch gedownt. Hemp ist immer noch am besten. Weil, oh, da wurde was getötet. Weil ich weiß, dass ich nicht gut in diesem Spiel bin. Ich habe ein bisschen gecampe. Sollte mich eigentlich ziemlich weit drängen. Dann mischen wir uns mal langsam ein. Ich habe pretty decent Loot, glaube ich. Also sollte das nicht zu schwer sein. Kelle oder so zu holen. Ja, okay, Sweater. Hilfe. Bitte. Digga, der ist ja mies am Sweat. Aber Aim scheint er nicht zu haben.
Holy. Ja, GG's. Ja, ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab's geschafft. Finally. So, meine Güte, gegen den größten Sweat, den es gibt. Der hat gefühlt hier Creative gespielt mit unendlich Metz. Aber wir haben es geschafft. Finally. Und der Account war nicht low gegen, also der Account glaube ich schon. Auf jeden Fall auf zum nächsten Game. Game number tres. Was? Ja gut, Spanisch. Numero tres. Ist Valorant immer noch ein sehr spannendes Game. Ich spiele das jetzt auch hauptsächlich neben ein paar anderen Games. Und zwar machen wir heute ein Gun Game in Unrated, probieren das Match zu gewinnen und so viele Kills wie möglich zu bekommen. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Gun Game ist, bei einem Gun Game versucht man alle Waffen durchzugehen. Das heißt erst Classic, Shorty, Frenzy, Ghost, Sheriff und so weiter. Und dann geht's halt hier so weiter. Wenn ich mit der Classic einen Kill hole, werde ich auf die muss ich Shorty nächste Runde spielen. Wenn ich mit der Shorty halt einen Kill bekomme, Frenzy. Aber wenn ich dann mit der Frenzy zum Beispiel zwei oder drei Kills bekomme, springe ich dann direkt zu Sheriff oder Stinger. Also egal wie viele Kills, so viele Waffen weiter. Und man kann pro Runde nur eine Waffe spielen. Ulti ist erlaubt, deshalb spiele ich Jet. Ja, los geht's. So, Fracture. Nice Map. Wie bereits erzählt, werde ich Jet picken, installocken, damit ich die Ulti spielen kann. Chamber wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber ich glaube, Jet ist dafür besser. So, los geht's. Erstmal auf Defense. Und, schon wieder. Ich wollte schon wieder damit anfangen, ganz normal zu spielen. Aber nein, wir müssen ja Classic spielen, weil das ein Gun-Game ist. Ich brauche noch ein paar andere. Spike down, B. Es könnte sein, dass sie maybe rotaten. Oder? Nee. Die anderen Seite. Last player standing. Ja, stabil. Der gibt mir einfach einen Double Headshot. Es wird erstmal schwer, hier aus der Klasse rauszukommen. Deshalb bekämpfe ich mich. Ich will keinen Short spielen. Das. Ich will den Spot erstmal für die Short behalten, wirklich. Falls wir eventuell das stecken bleiben. Okay, einer mit. Ja, direkt wieder der Triple Kill. Und das ist jetzt blöd. Wir stecken bei der Shorty fest. Und nach etlichen killlosen Runden haben wir es dann endlich geschafft. Okay. Jetzt können wir auf die Frenzy rüber. Ey, 104. Ich habe jetzt meine Knives. Mit denen sollte ich ein bisschen weiterkommen. Hoffentlich, hoffentlich. Wenn das nicht klappt, dann habe ich ein Problem. Okay. Spike down A. One enemy remaining. Ja. Danke. Perfekt, dann sind wir bei. Wir haben drei Kills jetzt geholt. Bei welcher Waffe sind wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Stinger. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ah, sogar ein Headshot, aber schade, schade, schade. Ich hätte das nicht so offen picken sollen. Nach ein paar komplett unnötigen Toten haben wir dann unseren Kill mit der Stinger bekommen und die Knives komplett dumm eingesetzt.
Schließlich waren wir dann bei der Bucky, aber da es First Round war, habe ich mir eine Ghost gekauft. Und schauen, dass da niemand liegt ganz vorne. Ja, wir kaufen uns trotzdem die. Oder bei Updrafts lang ganz nah an sich mit. So passt das. Warten wir da, bis einer piekt vielleicht hoffentlich. Dann können wir den Kill holen. Sind bei der Judge noch ein Kill und dann sind wir Bulldog. Dann geht's einfacher weiter. Last player standing. Spike down A. Ey, Mann. Kein Hit auf den. Aber wir können jetzt mit Judge weitermachen. One enemy remaining. On my way. Gun here. On my way. Last player standing. Sehr schön. Und wir haben unsere Knives, aber die bewahren wir uns für ein bisschen später. Aber sehr clean. Es scheint nach diesen paar Problemen mit der Party eigentlich gut weit zu gehen. One enemy remaining. Und das ist die Vandal. Statt der Vandal habe ich dann doch lieber meine Knives gespielt. Aber das war eine große Fehlentscheidung. Thank you, Viper. Spike down B. Nachdem wir die Knives bei der Vandal benutzt haben, kamen wir dann sehr schwer aus der Marshall raus und haben dann am Ende leider nur zu Aras gekommen, aber trotzdem ein nice Game. Willkommen zu Spiel Nummer 4 und auch dem letzten Spiel, und zwar Microsoft Flight Simulator. Ich habe tatsächlich jetzt zu Weihnachten Joysticks bekommen. Ein Joystick und einen Schubhebel. Und ich wollte jetzt erstmal von Innsbruck nach München den realistischsten Flug machen, den ich kann. Deshalb starten wir auch Cold in Dark am Gate und probieren jetzt erstmal nach München zu kommen. So, wir sind jetzt erstmal Cold and Dark hier auf dem Boden. Gehen hier oben hin. Halt, stopp. Das brauche ich gar nicht. Wir gehen erstmal hierhin auf Instrumenten Nummer 8. Wir starten, indem wir die Batterie 1 und 2 anmachen und kurz warten. Dann müssen wir External Power On machen und Master Switch bei der APU an. Ich muss kurz schauen. Ja, passt. Dann machen wir doch den Start Switch an und müssen hier hinten kurz warten, bis das hier hinten angeht. Da wird man dann auch sehen, wenn das Ganze an ist. So, Avail heißt, das Ganze ist an. Wir müssen erstmal die ganzen Pumpen anschalten. Dann müssen wir Taxi Lights, Taxi. On, on. Also, ich schalte mal, glaube ich, alles. Off. Seatbelts on, no smoking on. Das sollte erstmal alles sein. Wir resetten die Position. Dann muss ich hier, das habe ich sogar an meinem Set, den Hebel umlegen. Aber Engine halt, das machen wir noch nicht. Ah, so, jetzt können wir auch externe Power ausschalten. Und jetzt glaube ich sogar,
Können wir den Pushback anfordern? Hier. Dich. New Pushback. So, in welche Richtung müssen wir? So, wir sind jetzt ready für den Takeoff. Alles passt. Parking Brake lösen und Vollgas. Und wir haben Liftoff. Ich bin immer noch nicht dran gewöhnt, wie dieser Joystick funktioniert. Ehrlich, keine Ahnung. Ich glaube, es ist jetzt auch langsam Zeit, auf Labs Pull zu gehen. Das Lande, also die Räder, wie nennt man das? Landing Gear auf Englisch halt, aber auf Deutsch. Die Räder haben wir jetzt aus. Oh, wir haben die Landelichter vergessen. Hier hoch. Und jetzt haben wir auch Landelichter an. Wie echte Piloten. Ich werde garantiert bei diesem Vorgang super viele Fehler gemacht haben. Aber. Flaps weiß ich, glaube ich, wie ich die ausfahren kann. Aber ich glaube, wenn ich vollen Umkehrschub habe, sollten die automatisch ausfahren. Jetzt hoffen wir mal, dass wir diese Landung schön sauber machen können. Intense Thinking. Jetzt wird's langsam, wird's spannend. Aber wir haben hier genügend, glaube ich, Landebahnplatz, um angenehm zu landen. Wir sind ein bisschen zu tief, aber das interessiert mich nicht, weil ich noch nicht so gut fliegen kann.
und lieber früher flach über bin als später. Okay, das war wieder. So, wir haben es geschafft. Wir sind offiziell am Münchner Flughafen gelandet. Das war's mit dem Flight Simulator. Einen herzlichen Dank auch an all die Leute, die mich auf meiner Reise unterstützt haben. Wie zum Beispiel Alexander, Luca, Mats, Marvin. Ich wünsche euch noch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das war's. Ciao, ciao.